Jenak hat für euch eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstmal vorab kann man hier sehr schön sehen, wie sich in den letzten Tagen der Platz richtig geleert hat. Das Wetter wird etwas schlechter und wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass die Einheimischen unter der Woche sowieso nicht mehr vor Ort sind auf dem Campingplatz und die durchreisenden Rentner für das geplante, etwas schlechter aufziehende Wetter einfach weiterreisen. In der Regel zurück nach Deutschland aus dem sonnigen Spanien Süden. So, die schlechte Nachricht ist, wenn man es vorher anmeldet und es euch verspricht, der Morelo Videoclip klappt nicht. Der Bernd ist erkrankt. Er hat einen Test gemacht, sprich Corona, der sei negativ, so dass er wahrscheinlich nur eine Erkältung hat, aber da möchte er kein Video aufnehmen, auch nicht von seinem Morelo. So, jetzt sieht man das vielleicht im Hintergrund. Relativ vorne ist der Morelo seiner Schwester und etwas hinten querstehend, also das Fahrzeug mit der hingelegten Acht, falls man es erkennen kann, also mit dem Heck zu uns, und darüber hinaus einige Plätze weiter im Querformat steht der Morelo von Bernd. Aber was soll's, da wird sich sicherlich in der nächsten Zeit noch mal eine Gelegenheit geben, sich einen Morelo von innen anzuschauen. Die gute Nachricht ist, und zwar wurde ich da jetzt mehrfach drauf angesprochen, da wir beide Hobbyköche sind und es genießen, sowohl zu Hause wie auch unterwegs entsprechend uns selbst zu versorgen und auch die Gerichte selbst zu produzieren. Nach Möglichkeit alles ein bisschen heimisch, ein bisschen regional. Habe ich ein paar Fotos mal als Diashow zum Video gemacht und werde euch da die Impression mit hochladen. Wen es interessiert, einfach im Kommentar anmerken, hey, das interessiert mich, was ist das? Schickt mir das Rezept, wie auch immer. Ansonsten genießen oder eben auch nicht. Bis bald, Jenak.